Wahnsinn. Ein echter Wahnsinn. Beeindruckend. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Ja, Leute, ich bin am Capital, aber es geht heute nicht ums Capital, ja, vielleicht gleich, wenn es ein bisschen angestrahlt ist und in der blauen Stunde, sondern es geht heute um ein spezielles Lowlight-Video von der Insta360 Ace Pro. Hier habe ich sie am Stick mit einem externen Mikrofon. Und heute werden wir mal nur, beziehungsweise werden wir in 4K30 HDR filmen und im Pure Video Mode. Und dann könnt ihr euch mal einen Eindruck machen, was das Teil hier für eine Lowlight-Performance hat, für eine Action-Kamera. Wie gesagt, wir sind jetzt, goldene Stunde ist rum, blaue Stunde fängt gleich an. Die Gebäude werden angestrahlt und wir werden mit der Kamera einen kleinen Vlog machen. Der wird nicht länger wie, sage ich mal, 10 Minuten sein. Und dann habt ihr mal aber einen Eindruck, wie die Kamera performt. Wahrscheinlich ist das Video sogar parallel zu meinem Vorstellungsvideo rausgekommen, aber vielleicht auch einen Tag später. Das müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ja, Leute, ich bin gespannt. Wir switchen jetzt auf die Kamera um und dann schauen wir uns die Lowlight-Performance an. So, da sind wir auch schon auf der Insta360 Ace Pro drauf, in 4K 30 HDR, weil wir noch ein bisschen Licht haben. Wir werden das dann nachher im Pure-Video-Modus ausprobieren. Und ja, ich laufe einfach mal oder ich zeige euch einfach mal ein bisschen das Capital. Ich zeige euch mal ein paar Lichtsituationen und vielleicht werden wir noch in die Union Station gleich gehen, also in den Bahnhof, um da auch mal ein bisschen zu testen. Also hier, das ist jetzt einfach 4K 30 HDR. Ich könnte mal auf Pure Video stellen, mal sehen, was dann passiert. So, jetzt im Pure Video Mode und ja. Ich habe so das Gefühl, dass es ein bisschen heller ist. Wir stehen auch hier unter Bäumen drunter. Also macht euch mal einen Eindruck davon, wie die Lichtverhältnisse sind, wie die Qualität ist, ob da irgendwas rauscht oder so. Also das sieht hier auf dem Display ziemlich gut aus. Aber wir warten jetzt mal ein bisschen, bis es ein bisschen dunkler geworden ist, weil das ist ja noch viel zu einfach, ne? Würde ich sagen. Im Hintergrund, wenn ich mich jetzt so drehe, seht ihr hinten das Washington Monument und ihr seht schon, die Sonne ist weg, da sind nur Wolken, das sieht viel, viel heller aus, wie es ist. Ich kriege immer noch so ein bisschen Licht von da. Das heißt also, wenn ich mich jetzt, das Capitol ist noch, sagen wir mal, noch einigermaßen hell angeleuchtet, aber wir warten jetzt mal noch ein bisschen, bis wir noch mehr Dunkelheit und noch mehr ein bisschen blaue Stunde haben. So, hinter mir ist ein Endgegner, da gehe ich jetzt mal rein. Da ist es verhältnismäßig dunkel. Ich drehe euch mal und dann gucken wir mal, wie die Bildqualität ist. Thank you.
Also was ich hier so sehe auf dem kleinen Bildschirm im Pure Video Modus, sieht echt gut aus. Ich gehe jetzt noch mal hier zu diesem Reflection Pool und versuche mal dann Richtung Capitol ein bisschen zu filmen. Das kommt natürlich auf einer Action Cam jetzt nicht ganz so groß raus, aber wie gesagt, hier ist es schon dunkel, ne? Ihr seht, die Lampen sind an, hier tut sich nicht mehr allzu viel. So ein bisschen Helligkeit ist noch im Himmel, aber das bin gespannt, wenn ich das auf dem großen Bildschirm sehe. So, jetzt machen wir noch mal kurz einen Vergleich. Pure Video jetzt und da rauscht doch schon ein bisschen, was sehe ich, zumindest im Display. Und ich müsste vielleicht die ISO begrenzen, ne? Müssen wir mal gucken. Aber das habe ich jetzt mal alles auf Auto gelassen und jetzt mache ich mal auf 4K 30 HDR. So, jetzt sind wir im 4K 30 HDR Modus. Und das sieht mir fast ein bisschen, es war dunkler, aber es sieht mir ein bisschen ausgewogener aus. Ich glaube, dass vielleicht der Pure Video Modus eventuell die ISO hochschraubt. Das werden wir aber sehen. Das müssen wir gucken. Am Ende des Tages sieht das hier auf dem Bildschirm immer noch sehr, sehr gut aus. Also das war jetzt 4K 30 HDR. So, jetzt habe ich mal in dem Pure Video Mode die ISO auf maximal 1600 begrenzt. Das sollte eigentlich reichen, für ein verhältnismäßig rauschfreies Bild zu kriegen. Aber guck mal, wie cool das hier aussieht. Hier muss ich natürlich unbedingt mal hin, wenn zum Fotografieren. Aber jetzt gehen wir mal noch zum Capitol und dann nachher noch mal in die Unit Station. So, zum Test noch mal. 4K Pure Video, ISO auf 1600 begrenzt und 1/60 Belichtung. Und wie gesagt, hier ist es schon stockenduster. Ein, zwei Laternen an hier rum und schaut mal, wie schön das aussieht. Ich glaube, da könnten wir einen neuen Lowlights da am Action Cam Himmel haben. Ich weiß es nicht. Wir müssen das natürlich vergleichen. Vergleichsvideos werden sicherlich kommen. Wir sind wieder im Pure Video Mode. 4K 30, 1/60, ISO-Begrenzung auf 1600. Ich glaube, das ist so der Sweet Spot, wenn man manuell belichten möchte. Der Auto-Modus muss ich gucken auf dem großen Bildschirm. Habe ich gedacht, dass vielleicht eben da ein bisschen die ISO zu weit hoch geht auf 6400. Kann natürlich sein, dass diese Rauschautomatik, diese Rauschunterdrückung dann, die AI dann funktioniert, werden wir sehen. Und jetzt nochmal das Capitol, blaue Stunde, beziehungsweise schon im dunklen blauen Himmel, Abendhimmel. So, Pure Video Mode, 4K 30, manuell eingestellt. Das würde ich sagen, war es am Capitol hier. Hier wird es jetzt auch richtig dunkel, hier ist gar keine Laterne mehr. Deshalb bleibe ich mal hier so stehen. Das
sollte aussagekräftig genug sein für den Lowlight-Test hier mit der Insta360 Ace Pro. Und wenn ich jetzt überlege, ich stehe jetzt hier voll im Dunkeln, ne? Also voll im Dunkeln. Das ist schon richtig cool. Da hinten ist eine Laterne, die mich auch anstrahlt. Wir machen noch ein paar Aufnahmen im Bahnhof hinten und dann hören wir uns zum kleinen Fazit, kurzes Fazit, nachdem ich das Video geschnitten habe. Da gibt es doch noch einen kleinen Nachschlag aus der Metro Richtung Dupont Circle. Auch das als kleiner Test hier bei Neonlicht in der Metro in Washington, die übrigens ziemlich gut ist. So, dann vloggen wir noch mal ganz zum Schluss hier vor meinem Haus aus der Hand, ohne externes Mikro, mit den internen Mikros und der wirklich dunklen, ja, Straßenbeleuchtung hier. Die Reservoir Road hoch und ja, ich bin gespannt, wie das dann aussieht. Also da kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, dass es da nicht wenigstens ein bisschen rauscht. Aber da gehen wir auch mal von aus, dass es ein bisschen rauscht. Das machen ja auch andere Kameras. Aber man kann mich sehen. Und ich sage jetzt mal, für so dunkle Fotowalks oder sowas, am frühen Morgen oder am späten Abend, scheint die Kamera hier durchaus geeignet zu sein. Ne? Also, wir werden das an meinem Mac sehen. Und dann gibt es noch mal ein ganz kurzes Fazit. Aber nur ein ganz kleines, weil ihr konntet euch ja selbst einen Eindruck machen. Ne? Also, bis später. Für ein verhältnismäßig rauschfreies Bild. Ja, ich habe ja gesagt, ich melde mich nochmal hier bei mir vom Mac. Und auch jetzt filmt uns gerade die Insta360 Ace Pro mit dem externen Mikrofon, mit dem Sennheiser. Und ja, ich habe mir das angeguckt und muss doch schon ehrlich sagen, mein lieber Herr Gesangsverein, die KI, die macht einen Top-Job. Also ich würde fast behaupten, das ist die beste Lowlight-Performance, die ich bis jetzt von der Action Cam gesehen habe. Ich sage Action Cam. Ne? Und der Stabi ist teilweise im Dunkeln noch recht gut. Man sieht, so, wenn es ganz, ganz dunkel ist, so ein paar kleine Mini-Wackler, aber die KI scheint da trotzdem ganz gut auszugleichen. In der Metro, das sah auch ziemlich gut aus. Und das war schon, ich würde mal sagen, großes Kino. Ich würde sagen, irgendwann kommt natürlich auch jede Action-Cam und jede KI an ihre Grenzen, aber ich glaube, das ist die Zukunft, Leute. Das wird in den Smartphones einkehren, das wird in den Action-Cams einkehren, das wird vielleicht
auch in den großen Kameras einkehren, dann kann man ISO im Grunde genommen ja fast vernachlässigen. Ich habe ja dann auch am Ende mal ein bisschen rumprobiert mit 4K 30 HDR ISO-Begrenzung und dann hat man doch, obwohl ich gedacht habe auf dem kleinen Bildschirm, es würde besser aussehen, aber wenn ich es mir hier auf dem großen angeschaut habe, dann war doch der Pure Video-Modus besser, weil anscheinend die KI dann im Hintergrund das Rauschen beseitigt. Und selbst am Ende, da war es stockduster. Da konnte man noch mit arbeiten. Ja, da war natürlich ein bisschen Rauschen drin und so, aber da konnte man mit arbeiten. Und das heißt natürlich hier so bei so Grenzsituationen im Lowlight kann man diese Actioncam wunderbar als ja, Begleitkamera benutzen, hier für Fotowalks etc. pp. Und ich glaube, ich werde mit der mal über den Weihnachtsmarkt hier in Washington laufen und einfach mal mit der ein Video machen, wie ich da drüber laufe und das dann hochladen. Ich glaube, das ist echt cool. Also wie gesagt, das war ein Special zur Lowlight-Performance der Insta360 Ace Pro. Wer noch nicht mein großes Out-of-the-Box-Vlog-Video gesehen hat, dem verlinke ich das mal da oben. Ich glaube, da oben, ja. Und sonst ist diese Kamera eine echte Ansage. Wir werden ein Vergleichsvideo machen mit Action 4 und vielleicht auch mit GoPro. Ich habe die beiden Kameras hier, also ich kann gut vergleichen. Mal sehen, wie sie sich in den anderen Disziplinen schlägt. In Lowlight würde ich sagen, ist er wirklich, da ballert sie alles weg. Also das ist einfach so. Ne? Also, wie gesagt, Leute, danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, euch hat dieses Video weitergeholfen. Mir auf jeden Fall, denn wenn ich das Bild jetzt hier nochmal sehe, mich vom Capitol, da war es fast duster, ein bisschen, ja, so ein bisschen blau, du, Ende der blauen Stunde, dann muss ich sagen, wow, gut gemacht, Insta360. Und das hat jetzt nichts mit damit zu tun, dass mir Insta360 jetzt die Kamera hier zur Verfügung zum Testen gestellt hat. Wie gesagt, ihr wisst ja, ich würde schon auch Schwachstellen ansprechen. Und ein paar gibt es ja auch, habe ich ja in meinem großen Video gesagt. Ich hätte schon so ein paar Verbesserungen, aber wo gibt es die nicht? Auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Leute, macht's gut, haut rein und ich laber schon wieder 3 Minuten 47. Wie immer, viel zu lange. Bye, bye und tschüss.